Wir als Mitarbeiter vom Kantonsspital Graubünden sind sehr stolz auf die neue Sliding Gantry Anlage, die wir bei uns in Betrieben kennen. Es ist eine Weltneuheit, die hier in Graubünden jetzt erstmalig installiert worden ist und im Kantonsspital Graubünden jetzt für unsere Patienten zur Verfügung steht. Das erste Einsatzgebiet von dieser neuen Sliding Gantry Anlage, die das Kantonsspital im Einsatz hat, ist der planbare Einsatz von computertomografischen Untersuchungen für unsere Patienten. Das zweite Einsatzgebiet der Sliding Gantry Anlage ist der Einsatz im Schockraum, das heisst der diagnostische Einsatz beim schwerstverletzten oder schwerkranken Patienten. Die Patientin wird von der medizinisch-technischen Radiologieassistentin auf den CT-Tisch gelagert. Dazu ist wichtig zu erkennen, dass der CT-Tisch fest ist. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu allen anderen CT-Anlagen, wo der CT-Tisch sich bewegt. Das ist auch etwas, was der Patient als Komfort wird erfinden während der Untersuchung. Dann wird die Platte von dem CT-Tisch ausgefahren und die Sliding Gantry CT-Anlage zum Patienten gebracht. Also die Maschine kommt jetzt zum Patienten und nicht der Patient geht zum CT. Dabei ist für uns enorm wichtig, dass wir mit der modernsten Technologie, die Siemens uns hier bietet, auch eine massive, deutliche Strahlenreduktion erreichen. Das ist wiederum etwas, was die Sicherheit des Patienten erhöht. Es ist während einer planbaren Untersuchung jederzeit möglich, dass ein sogenannter Schockraumalarm ausgelöst wird, dass ein schwerkranker oder schwerverletzter Patient angemeldet wird. Ganz speziell bei uns als Zentrumspital für die Behandlung von Schwerverletzten. Der Patient wird uns vom Rettungsdienst, das kann örtlicher Rettungsdienst sein, oder Präga, direkt in den Schockraum gebracht. Dort nach Eintreffen im Schockraum übergibt die Rettungsmannschaft da jetzt mit einem Notarzt an unser Traumateam. Der Chef von dem Team ist der sogenannte Traumaleiter. Das ist ein Oberarzt, also ein Facharzt, der mit dem Notarzt jetzt die Übergabe macht. Der Rapport findet statt unter Aufmerksamkeit vom gesamten Schockraum-Team. Niemand soll während dieser Zeit einen Patienten oder ein Gerät arbeiten, sondern die Aufmerksamkeit gilt voll und ganz dem Notarzt, der rapportiert. Da wir im Normalfall keine genauen Angaben zum Verletzungsmuster haben beim Eintreffen des Patienten, ist es sehr wichtig, dass wir den Patienten sehr schonend auf unserer CT-Tisch umlagern. Nachdem die Vorbereitungsarbeiten für den Scan abgeschlossen sind, verlässt das ganze Schockraumteam, sofern der Zustand des Patienten das erlaubt, den CT-Raum und begibt sich in eine strahlengeschützte Umgebung. Die Röntgenassistentin löst dann die Untersuchung aus und das CT-Gerät fährt dann von Kopf bis Fuß über den Patienten. Bilder, die diese Sliding Gantry Anlage von Siemens produziert, die werden quasi in Echtzeit direkt am Radiolog übermittelt. Der Radiolog sieht der auf seinem Betrachtungsmonitor und macht dort zusammen mit dem Traumaleiter eine erste Befundung der augenfälligsten Verletzungen oder Krankheiten, die der Patient zeigt. In dem Fall, bei dem schwer verletzten Patienten, entscheidet sich der Traumaleiter, den Patienten direkt in Operationssaal zur Notfalloperation zu verlagern. Bei allen anderen Patienten geht die Erstversorgung im Schockraum weiter. Dazu gehört die Stabilisierung des Patienten, die erweiterte Diagnostik am Patienten und die Definition des weiteren Behandlungsplans.